Besieged Folge 3 und jetzt zeige ich Michi mal, wie wir diese Mauer hier kaputt kriegen. Wenn meine Maus mal reagieren würde. Nee, und zwar habe ich mir da was Besonderes ausgedacht. Was wird das jetzt? Das wird ein Fall für Spider-Tank. Okay. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich wüsste, dass es mal probiert. So. Aber baust du den jetzt so wie der von den Masters? Mit diesen sich überschlagenden. Genau so. Ach, kann das sein, dass das der Fehler ist? Erst einmal eine gescheite Federung, Wurst. So geil, der hüpft halt auf und fliegt halt zur Seite weg, wetten. Gut möglich, achso, genau. Also. Ne, wie war das hinten motorisiert? Dann kannst du auch einen Fronttriebler bauen. Oder ein Allrad. Ne, vorne kommen hier nämlich die Lenk-Dingers dran. Boah, die brechen halt weg, oder? Wieso? Jetzt warten wir mal. Gut, dass du das sagst. Okay, es wird doch nur ein Not-So-Much Spider-Tank, aber. Ah ne, warte mal, jetzt machen wir hier nämlich eine Metall. Hä? Ah ja doch, nee, hä? Irgendwie hebt das aber nicht. Hä? Haha! Wow! Was ist denn das gemacht? Ja, du, Audianer verlernt nichts. Ja, wohl doch. Ja, wie krieg ich denn das jetzt? Hab ich denn das jetzt gerade geschafft? Muss gedrückt halten vielleicht und dann darüber ziehen? Ja. Lieb Scheiße. So. Das sieht schon mal sehr viel fortschrittlicher aus. Achso. Erst einmal die Probefahrt. Ach, ich hab das Ding auch einfach immer fallen lassen, oder? Ja, ich doch auch. Nee, aber ich hab's. Ach so, da hat man gar nicht so viel Zeit. Nee, während man dann im Pfeilhagel steht. Schießen. Okay. Ja, mit der Lenkung, das funktioniert schon mal ganz langt gut. Langt halt eigentlich eine zentrale Kanone. Wenn die halt einmal feuert, dann langt. Aber sind dann alle tot. Ja, so. Und wie kriege ich dann den Rest kaputt da hinten? Ach so, ich muss doch, dann brauchst du noch einen Flammenwerfer vorne dran. Ja, ich muss aber die beiden zerstören hier. Jetzt pass auf. Our chief weapon that is the Fang. Fährst du jetzt einfach rein? Nö, aber. So, ich glaube, das ist aber immer noch ganz schön instabil. Kannst du ja panzern. Achso. Jetzt warte mal. Da ziehen wir jetzt echt noch ein bisschen. Sind die Blocks denn überhaupt was wert oder bringen die überhaupt irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube aber schon, dass so. Das ist auch ein Spiel, was dem Herrn Papa gefallen könnte, wenn er, also wenn er Ingenieur ist. Ich glaube, das ist halt sowas für so Tüftler-Typen. Mhm. Wo er dann zu spät zum Abendessen kommt und ihr dann aber sagt, ja, er muss ja noch ganz stolz seine neueste Kreation zeigen. Und dann schämt sie sich so ein bisschen. Ja, das heißt nur ein bisschen. So, jetzt bauen wir. Hätte ich damals deinen Bruder geheiratet. Das. Stabil halt. Sieht aber echt irgendwie aus, als könnte so eine Maschine mal gebaut worden sein. Weil die speckt. Was Michi nicht weiß, ich habe in der Zwischenzeit in einschlägiger Fachliteratur nachgeschaut. Belagerungseisenbahn. So ist es. Tschu-tschu. Mit der haben damals die Nürnberger die Fürther kaputt gemacht. Ja. Und wir. Das war schon geil, wie das halt mit der ganzen Physikberechnung ist. Ja. Dass da diese ganzen. Also die Traglast von dem Material und so und wie das Gewicht verteilt wird. Zippt irgendwas, ob man da. Andu. Ja.
Es tärt gerade ein bisschen. Love will tear us apart. So. Aber jetzt hast du immer noch nichts für die Mauer. Finde ich stark. Achso, der steht ja jetzt schon. Den brauche ich nicht ganz befallen lassen. Genau. Ja, doch, doch, doch. Das ist jetzt mal so der Anfang. Habt dabei, wir haben doch Zeit. Also Bodenpendeln ist blöd. Das wüsste man nicht. Aber das brauche ich jetzt auch alles noch nicht. So, Armor. Metal Plate, Metal Resistance und Pierce Resistance. Aha. Das heißt, da muss ich da jetzt quasi erst noch so eine Art Wall dahinter bauen, oder? Brauche ich noch vielleicht noch einen. Meinst du, ist es stabil genug? Soll ich mal testen? Ich muss mal kurz einen Testlauf machen. Ja, war sie ganz gut. Das war gar nicht so schlecht. Also stabil ist er halbwegs. Ja. Ne? Gut. Okay, und jetzt? Ja, jetzt haben wir Schuss. So. Und jetzt brauchen wir halt noch die Waffen. Was ist das? Brauche ich noch mehr Räder vielleicht? Das lässt mir keine Ruhe. Needs more wheels. Ja, ist so. Kannst ja nur so Attrappenräder hinbauen. Achtfach Bereifung, dritter und unfallfrei. Aber jetzt haben doch die Achsen noch weniger Spiel. Diese Wurst, ich muss an die Linke, ich muss ja bloß kommen. Das probieren wir aus. Siehst du es? Verkantet er sich oben schon. Ja, stimmt, mit Linken ist jetzt nicht mehr so viel. Ja, geht aber. Aber das hat schon was. So, dann fahren wir jetzt einfach. Achso. Vielleicht, dass man doch ein Allrad baut. Nee. Ja, egal. Damit komme ich schon klar. Aber jetzt brauchen wir die Waffen noch. So. Schaut ein bisschen aus wie Goliath von vorn, oder? Also, ja. Wer Goliath nicht mehr kennt, der ist von Garth Knight, die Karre. Wer Garth Knight nicht mehr kennt. Der hat eh das meiste verpasst. Ja. Ich brauche hier noch Gewichte, oder? Zum Pumpen. Oh, jetzt pass auf. Was kommt der? Auf die Dinger stehe ich einfach. So. Und da auch noch. Ah, ne, ups. Da kann man dann nicht, kann man nur einen dran setzen. Ah, ne, okay. Hä? Ah, nein, okay. Hallo. So. Kann man dem auch noch so geile Augen geben, irgendwie? Dann! Kanonen! Achso, das geht dann nicht mehr. Ja, wobei so zum Einschüchtern der Gegner kann man die eigentlich noch. Du kannst auch seitlich noch Klingen ranmachen. Ja, Klingen. Wo sind Klingen? Die hier. Vorne, das ist ein Metal Blade. Sieht da so ein bisschen aus wie der Abschleppwagen von Cars. Ach, das geht nicht. Ja, so. So. Sieht doch echt genauso aus. So, jetzt habe ich einen Schuss und dann kriege ich die Mauer weg und dann sind alle tot. Und was dann? Und dann brauchst du aber noch was. Mach dir noch vorne Metal Spikes hin. Aber wo? Statt den oberen beiden Metallplatten. Ja, das langt doch nicht. Dann kannst du es umreißen und du bräuchst es vielleicht noch. Warte mal. Das geht auch nicht. Shit. Vielleicht, wenn ich die wegmache hier. Aber die Panzerung, die brauche ich doch für... Jawohl.
Aha. Probieren wir es. Was mit was schieße ich mit C? Das hat verdächtig lang gedauert. Sind jetzt alle tot? Ne, ich glaube schon. Aber vorsichtig beim Lenken. Die sind doch längst tot. Vorsichtig! Ja, das mit dem Lenken, das ist echt so eine Sache. Oh, oh, oh. Nicht zu viel. Ja, das ist du kommst echt da nicht so durch, du musst da seitlich vorbei. Ja, muss ich halt, der Wendekreis ist nicht der beste, ich gebe es dir zu. Da ist irgendwas ab. Was? Irgendwas ist ab. Oh nein, Vorderrad ist ab. Nichts ist ab. Doch. Jetzt sind beide ab. Wir sind verkehrt rum. Okay, das ist, geht noch. Hallo. Endlich elegant sieht es aus, wenn ich mit der Vespa in die Arbeit fahre immer. So, dass das keine Appenreifen, sondern Kinderköpfe sind, die da sich unten reingekeilt haben. Und da kann ich jetzt nicht nochmal schießen? Nee. Ach, scheiße. Ja, aber wie kriegen wir denn das in den Griff mit der Lenkung? Bau das äußere Radpaar ab. Meinst du, es hilft? Ja. Und bau vielleicht die... Hä? Das ist so zu hoch geschossen. Toll. Du musst ja diese Bombe treffen, die da vorne ist. Vielleicht, weil du nicht mittig schießt. Ach so, so meinst du. Nee, bau die Bombe, die Kanone halt mittig. Ach so. Oh Mann, ey. Und bau vorne zwei Flammenwerfer hin. Statt den Kanonen. Die statt denen? Ja. Das ist mein Design. Was ist so ein Klotz? Und ich würde den Rost vorne auch wegmachen. Wieso? Weil die Räder sich dauernd drin verkeilen. Ja, aber der Rost... Oder den Rost weiter nach vorne setzen. Ah! Erstmal. Weiß nicht, jetzt habe ich irgendwie ganz viel, voll wie viel weggebaut. Mann, du. Ja. So. Needs more flames. Needs more anything. Die Kanone ist zu hoch, hier oben. Oh Mann, hey! Eins runter. Also bau den mittleren Block weg. Was machst du? Ich baue jetzt da so viele Kanonen hin, dass es treffen muss. Das geht nicht. Bau halt in der Mitte den Turm weg. Ruhe jetzt. Wer hat hier die Kanonendesigner einmal an? So. Ah, geh! Ich muss nur ein bisschen zurückfahren, das ist es. Wie Daniel am Rotieren ist. Es hat doch immer funktioniert. Bau halt die obere Kanone, eine jetzt Etage. Schnauze! Tiefer. Jetzt aber! Okay. Jetzt fahr außen rum, jetzt vorsichtig beim Lenken. Vorsichtig beim Lenken. Ich glaube, dass da hinten immer noch zu viel Schub ist. Wegen den zwei Motoren, meinst du? Den zwei Rädern, ja. Man kann gar nicht genug Motoren haben. Nicht in unwegsames Gelände reinfahren, dann bricht sie wieder die Räder ab. Ist jemand frei. Was und ramm vielleicht das Haus was weg. Was für ein Moloch das halt ist. Das wäre bestimmt so viel eleganter gegangen. Ramm mal das Haus weg und brenn die Mühle um. Weil sonst... Hallo. Das machen wir eigentlich nicht mehr.
Und jetzt one of the crossbeams has got out the skew or the treadle. Trouble at mill. Mit V. Ja. V. Ja, ich muss nur die Kamera doch richtig platzieren. Um zu sehen, wie du dich selber anzündest. Damit man sieht, wie die Mühle vernichtet wird. So, jetzt mit V. Ja, nix V. Sondern? Weiß ich nicht. Kannst du nicht oben die Tastenbelegung? Das ist F. Der Flamethrower. Das ist doch kein F. Soweit ich weiß, ist das ein... Hätte man die Flamethrower. F. V, B, C. Ach komm. Was? Vielleicht ist sie mit Vollgas rein. Oh. Geht doch. Ja, keine Flammen. Top. Oh, jetzt kommen sie von allen Seiten. Jetzt muss was bauen, was ich im Kreis drehen kann. Schauen wir erstmal, was ich so erreichen kann. Ja, beeindruckend. Naja. Könnte schlimmer sein. Die Messer sind zu hoch, die müssen niedriger. Die Messer sind super so. Ah, gar nicht so schlecht. Da meine Achsen. Die rote Linie muss halt nur zur Seite. Auf Achse, welche rote Linie? Die da unten sich so füllt, wenn die ganz rüber geht, hast du es geschafft. Ich muss ein bisschen Anlauf holen. Wie übel die mal so rumhüpfen. Bisschen makaber ist es schon. Naja, fährt sich fest. Ich bräuchte eigentlich was Kreisförmiges mit Klingen oder wie. Mhm. Das baue ich jetzt noch schnell, komm. Ja. Das ist gleich gebaut. Also. An dieser Stelle hat der Kollege Redinger gerade noch die Kurve gekriegt, nicht die Form zu bauen. Welche Form meinst du jetzt? Die man nicht bauen sollte bei sowas. Wie meinst du das? Ja. Weiß nicht. Viele mir jetzt gar nichts ein. Kreis hieß es, ne? Gott. Nein. Ich habe damit nichts zu tun. Wir bauen doch hier kein Quadrat, Entschuldigung. So. Der Jochen ist ja auch so ein alter Mittelalter-Fan, ne? Der ist eh so ein bisschen... Ein Alter war doppelt, das müssen wir leider streiten. Ein Anachronist mit Herz. Auch mit dem Hut, den er immer trägt, finde ich gut. Wir hatten die Mittelalter auch schon, ne? So Hüte? Ja. So. Ich weiß nicht, ob jetzt das brauchst du einfach überall diese Antriebsräder an die Ecken. Wie? Hier so? Ja, dass es halt einfach nur Gas gibt. So meinst du? Ja. Muss ich die dann nicht irgendwie speziell... Dass sie in alle dieselbe Richtung drehen. So schnell nach Hause. Wenn es geht. Hört mal aus. Ja, passt. Da ist er noch Messer dran. Wobei ich glaube, eins ist nicht richtig zumindest. Warte mal, das dreht sich so rum. Das auch. Nee, das ist doch der. Das ist falsch. Ja. Ja. Und was ist jetzt noch Messer? Ja, und vielleicht Flammenwerfer. Wobei Flammenwerfer bei Holz schwierig ist. Messer. Ein Messer. Ein bisschen schmecken. Jo. Na dann. Ja, ich bin aber noch nicht fertig, oder? Doch. Ach, komm. Haben mehr Messer für die größeren Gegner. Da kommt doch keiner ran. Aber mehr Messer hätten wir dann. Du meinst, wenn das dann schon auseinanderfällt, dass dann die noch so halb nach unten reichen? So ist es.
Ja, so wie halt Gillette auch seine Rasierer baut. Ja, komm, 5 Klingen. Boah, wenn jetzt einer von Gillette zuschaut, der seit Jahren auf die richtige Idee wartet und jetzt sieht er halt das. Gottes Willen. Gillette Mach 16. So, kommt nur, ihr. Der ist echt gut, der Gillette Mach 16. Der macht halt mehr als 16 Umdrehungen. Der Gillette macht kaputt. Da hinten ist übrigens noch so eine Truppe, die kommen jetzt nicht von selber, oder? Nee, die musst du auch noch. Ja, wie kriegst die denn? Vielleicht baust du noch eine Kanone hin in die Richtung von denen, dass die erstmal schießen und dann drehst du dich im Kreis. Mein Gott, wie schnell das Ding kaputt geht. Ja, wie jetzt so ein Gillette-Rasierer. Krieg ich das jetzt stabiler hin? Mehr Streben. Verstrebt mal ein bisschen. Alter Streber. Ist es dann irgendwie von den Leuten, die auch diesen Bridge-Builder immer gemacht haben und so? Ich habe keine Ahnung. Also ist ja vom Prinzip so ein bisschen das Gleiche, gell? Ja. Immer schön alles stabil halten, hoppala. Achso, ich dachte, mit Maschinen möglichst viele Menschen umbringen. Hallo. Wahrscheinlich ist es voll der Schmarrn, das alles so zu machen. Aber doppelt verstrebt. Ist halb gewonnen. So, wo machen wir da noch welche hin? Ja, noch analog halt. Überall so. Ja, ja, aber vielleicht ist es gar nicht so klug. K-L-U-K. Die Kanone baue ich auf jeden Fall noch aufs Dach. Da kriegt man jetzt aber, das ist jetzt quasi nicht mehr das Tutorial, sondern man kriegt jetzt da gar nicht Punkte für möglichst wenig Bauteile benutzt und möglichst effizient gebaut oder so. Nee, oder? Keine Ahnung. Weil das wäre es ja eigentlich noch, dass man dafür dann, also dass man möglichst effiziente Tötungsmaschinen baut, weil darum geht es ja schließlich im Krieg. Deswegen war die Atombombe auch so beliebt. It was a hoot. Weißt du, was ich nicht verstehe übrigens zur Atombombe? Jetzt kommt. Jetzt haben die Amis also die Atombombe dann gebaut und an meinem Geburtstag gezündet. Was ich, für ich heute noch irgendwie. Ossa! Haben sich nur im Land und im Jahr geirrt. Hätten sie Schlimmeres verhindern können. Nein. Wenn das quasi, um den Japanern zu beweisen damals, dass, hört's mal, wir haben da was, da wollt ihr vielleicht jetzt den Krieg mal aufhören, sonst macht's bumm. Wieso haben sie die denn dann nicht, sag ich mal, für die Japaner sichtbar irgendwie wo gezündet, wo jetzt nicht unbedingt hunderttausende Leute direkt drunter waren? Tja, sondern nur in puncto so. Für Pearl Harbor. Ja, gut. Aber musste das sein? Also so gleich. Nee. Das ist auch ein bisschen übertrieben. So ist man sich da oben. Schau, wo die Bogenschützen stehen. Der kleine Bogenschütze da hinten, oder? Ja, vielleicht wenn ich in alle Richtungen einmal. Dann ist er Ruhe. Und dann ist er Ruhe. Wie rotiere ich mit R, gell? Mhm. Ah, das geht nicht. Dann stellen sie doch alle drei in die eine Richtung. Dann. Na gut. Ist es die, wo die Bogenschützen stehen? Hast du geguckt? Ja. Ja, ja Mama. Du musst erst schießen und dann drehen. Ja, gar nicht schlecht, aber ich glaube, es reicht nicht. Das ist, glaube ich, echt nicht. Ja, aber stabil ist es. Du musst ja eigentlich nur den Killcount vollkriegen. Du musst doch gar nicht alle getötet, alle einzeln töten. Noch ein bisschen näher rankämen da. So, mit Manövrieren ist halt nicht viel, gell? Jetzt gehe ich schon langsam kaputt. Oh nein. Oh nein. Der eine hopst da noch umeinander, aber den erwische ich noch. Dich kriege ich noch. Das wäre es mir wert. Geh her, gehst du nicht her? Ja, gehst nicht gleich her. Wie ich ihn vor mir hertreibe, der hat keine Chance, der Typ. Ha! Jetzt wird er im Auge des Sturms zermahlen. Scheiße, wie kriegen wir diese hinten denn kaputt?
Da bin ich wie das Bad-Motorrad. Komm jetzt mit dem einen Reifen da unten raus. Ja, fast. War echt knapp. Bau noch mal irgendwie, das muss noch ein bisschen breiter sein. Kannst du noch daneben eine Kanone bauen? Nochmal, oh Mann. Das ist eine totale Salve, jetzt pass auf. Bau doch seitlich noch welche hin. Ja, fett. Ja, der reißt sie wahrscheinlich ab. Na gut, wenn sie feuern, dann ist ja egal. Ja, du weißt ja nicht, wie ich den hier noch verstrebe. Dies, wenn du es verspackst. Dies Wind. Jawohl. Das ist ja für alle, die nicht aus Bayern kommen. In Bayern sagt man nicht, man dreht irgendwo eine Schraube rein, sondern in Bayern wird grundsätzlich ein Spacks Snakehaut. Hast du da ein paar Spacks da, ey? Oder als Verb verspacksen. Nicht verwechseln mit schnackseln. So. Noch mehr. Jetzt schaut es ein bisschen aus wie in Ingolstadt am Paradeplatz. Da haben sie auch diese Kanonenbatterie. So. Fuck you right back. Nicht alle erwischt. Aber vielleicht genug. Ich glaube, das nur mit dem Drehen, das bringt es auch nicht. Ja? Du kannst auch Flammenwerfer dazwischen bauen. Dann drehen sich die Flammen, aber dann läufst du halt Gefahr, dich selber anzuzünden. Das ist mir egal, wir sind mit der Folge eh schon durch. Ja. Geben wir den Leuten noch, was sie sehen wollen, nämlich Klingen und Flammen. Das war ja diese abgesetzte ZDF-Sendung. Klingen und Flammen. Ja. Mit Maria Kubitschek als Flammenwerfer. Da passt noch ein Flammenwerfer hin. Passen überall noch Flammenwerfer hin. Oh, der doch oben muss drauf. So. Also dann, großes Finale bei ja. Besiege auf GameTube fürs Erste. Fire away. Ich weiß ja nicht, wie ich die Flammenwerfer auslöse. Also schau doch kurz nach noch. Achso. Y, nicht V. So, Vollgas. Burn, baby, ja, aber der Flame-Counter oder der... Jawohl! Ja! Sauber. Sehr gut. Und? Ich sag ja, mehr Flammenwerfer und mehr Kanonen. Trifft immer. Schön. Geiles Spiel. Cooles Spiel. Könnt ihr euch mal ausprobieren. Gibt's, wie gesagt, was? 8 Euro? 7 Euro 7 bei Euro Steam. Steam Early Access. Jeden Cent wert. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.